Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Herzlich willkommen, hier ist die blaue Stunde. Es ist Sonntag, 16 Uhr und ich habe einen Gast bei mir im Studio. Ich möchte gar nicht so viel Zeit verlieren, weil ich glaube, dass wir sehr viel zu besprechen haben. Es ist Dietrich Brüggemann, der bekannt geworden ist, zunächst mal als Regisseur, würde ich sagen, aber noch berühmter und berüchtigter als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Initiator der Aktion Alles dicht machen. Hallo Dietrich. Hallo. Die Vorgeschichte zu unserem Gespräch, das wir jetzt kurzfristig eingeschoben haben, ist, dass du uns einen Brief geschrieben hast, weil wir im Podcast mit Florian Schröder über eure Aktion gesprochen haben. Wie ich finde, immer darum bemüht, es distanziert, aber auch vielleicht ein bisschen kritisch und trotzdem aber sachlich zu betrachten. Und trotzdem kommt es vor, dass man im Podcast, weil man ja freispricht, ein paar Dinge sagt. Und offensichtlich gab es darunter ein paar Sachen, die dich gestört haben. Du hast uns einen Brief geschickt daraufhin. Und ich kann nur ganz kurz aus diesem Brief zitieren. Ist das für dich okay, wenn ich das kurz lese? Je nachdem was. Ich lass mich überraschen. Na, es geht nur, ich will nur einfach die Diktion deines Briefes nochmal vortragen, damit du weißt, warum ich mich bei dir gemeldet habe. Nämlich aus purer Angst. Dass sie solche unbelegten Behauptungen in die Welt setzen, wirft kein gutes Licht auf sie. Ich habe keine Lust, so etwas mit Anwälten zu regeln, aber es wäre möglich. Sie machen da eine Tatsachenbehauptung, die durch nichts zu belegen eindeutig falsch und eindeutig ehrverletzend ist. Wir bewegen uns also im Bereich der üblen Nachrede. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und da ich ein sehr folgsamer Mensch bin und mich sehr gut auskenne, übrigens auch mit Shitstorm und Beschwerden, habe ich gedacht, komm, ich rufe den Mann jetzt einfach an. Und so kam es dann letzte Woche dazu, dass ich dich angerufen habe und wir hatten ein kurzes, freundliches Gespräch und haben vereinbart, uns heute hier in der Blauen Stunde zu treffen, um über diese Aktion zu sprechen, um über deine Kritik zu sprechen, aber auch vielleicht um zu hinterfragen, was an dieser Kritik nun gelungen war, ob es geklappt hat und ob du zufrieden bist und ob wir damit auch leben können. Ja, genau, es freut mich auch wahnsinnig, das war wirklich toll, also keine Stunde, nachdem ich diesen Brief abgeschickt hatte, ruft Serdar Somuncu an und sagt, komm in meine Sendung. Und ich so, ja klar, unbedingt. Wobei man auch dazu sagen muss, die inkriminierte Aussage, auf die ich mich da bezogen habe, die fand ich schon ein bisschen heftig. Also, dass Dietrich Brüggemann nicht nur am Rande vom Querdenkertum und Verschwörungsmythologie steht, sondern mittendrin. Das hat von den teilnehmenden Schauspielern anscheinend keiner recherchiert, wo ich sagen musste, der kam übrigens aus dem Mund von Florian Schröder, den ich auch gerade am Telefon hatte. Und das wollte ich halt schon nicht so auf mir sitzen lassen. Also ich wäre es vielleicht doch tatsächlich nicht zum Anwalt, vielleicht aber auch doch, keine Ahnung, aber ich find's wirklich immer besser, mit den Leuten zu reden. Ich find's auch, wenn man erst drohen muss, damit man redet, finde ich es ein bisschen nazimäßig, um in deinem Sprachgebrauch zu bleiben. Aber ich glaube, du meintest das nicht so. Und Moment, du ist jetzt ja nazimäßig mein Sprachgebrauch? Wo kommen wir hier gerade hin? Ich meine, du hättest ja gesagt, die Kritik auf deine Aktion hätte faschistoide Züge gehabt. Deswegen dachte ich, gebe ich das mal wieder. Deine Kritik auf unseren Podcast hatte auch leicht faschistoide Züge. Nee, das ist Rechtsstaat, dass ich einfach sage, ich lasse nicht alles auf mir sitzen. Ist ja das Gegenteil von Faschistoid. Also ich finde, nein, ich meine damit die Drohung, also die latente Drohung, die drinsteckt, finde ich, ist halt, muss meiner Meinung nach nicht sein, dass du sagst, ey, ich könnte zum Anwalt gehen, aber meldet euch, dann lasse ich's. Warum schreibst du nicht einfach, hey, lass uns sprechen, das hat mir nicht gefallen? Kann ich auch machen. Beim nächsten Mal weiß ich, dass ich da meine netten Leute zu tun habe und spare mir einfach den Umweg. Cool. Pass auf. Fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Ich kannte dich nicht vorher, obwohl wir viele Berührungspunkte haben. Ich bin ja, wie du weißt, auch Schauspieler oder hauptsächlich eigentlich Schauspieler und kenne viele dieser Leute, die da in deiner Aktion dabei waren, aber auch welche, die nicht dabei waren und die mich angerufen haben zu der Zeit, als ihr das geplant habt. Und ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist und deswegen würde ich erstmal gerne damit anfangen, dass du mir erklärst, was ist das eigentlich für eine Aktion gewesen? Was hattet ihr davor? Ja, also das hat
Es kam irgendwie per Zufall ins Rollen eigentlich. Also seit einem Jahr schaue ich mir diese ganzen Lockdown-Sachen an und diese ganzen Pandemie-Maßnahmen und sehe es tatsächlich sehr kritisch aus vielen Gründen. Und da werden wir später auch noch drauf kommen, warum. Aber ich habe da einige sehr fundamentale Fragen, ob das wirklich in diesem Ausmaß sein muss und ob es auch in dieser Form sein muss, nämlich als staatlich verordnete Regeln und Maßnahmen, weil das, glaube ich, ein bisschen an der Natur des Menschen vorbeigeht. Das nur am Rande. Ich habe mich dann sehr lange damit ein bisschen allein gefühlt, dachte, bin ich hier der einzige Geisterfahrer und alle anderen sagen, das ist doch vollkommen klar, was ist denn mit dir los? Bist du jetzt Querdenker oder was? Hab immer nur so mich auf Facebook mit einzelnen Leuten gekloppt, was irgendwie quälend war und so ein paar Texte auf meinem Blog geschrieben. Und dann hat mich irgendwann mal Volker Bruch kontaktiert, der was auf meinem Blog gelesen hatte. Das war so im Winter. Und dann auch noch Volker eine andere... Bruch, wenn ich Volker Bruch ist darf? Schauspieler. Der ist der Hauptdarsteller aus Babylon Berlin und dadurch allein schon recht bekannt. Ist das dieser Typ, der jetzt in diese angebliche querdenkernahe Partei eingetreten ist? Der hatte, glaube ich, ja, der hat einen Mitgliedsantrag gestellt, glaube ich, ja. Und wusstest du das zu dem Zeitpunkt oder hast du das später erfahren? Nö, wir haben ja auch, das habe ich erst erfahren, als es dann irgendwann in der Presse auch so rumgejagt wurde, wie irgendeine Untat oder ein Verbrechen oder irgend sowas. Und ich dachte, na gut, jemand tritt in eine Partei ein, weil er das Programm von der gelesen hat und sie anscheinend irgendwie gut findet. Wo ist jetzt das Problem? Also der hat dich angerufen, hättest du das, wenn du es gewusst hättest, vorher trotzdem gemacht? Also hättest du dich drauf eingelassen? Ja, natürlich. Weil du klingst ja jetzt sehr liberal und sagst, es mir eigentlich scheißegal, in welche Partei jemand eintritt, Hauptsache der hat eine gute Idee. Also wenn der Typ jetzt AfD-Mitglied gewesen wäre, was ich bei jedem deutschen Schauspieler, den ich kenne, für extrem unwahrscheinlich gehalten hätte, hätte ich mir vielleicht Gedanken gemacht. Trotzdem ganz prinzipiell finde ich ein Problem, dass man irgendwie anscheinend bei jedem, mit dem man Kontakt hat, erstmal abfragen muss, ob der jetzt irgendwie auch nicht vielleicht doch ein Nazi ist oder ein Kinderschänder oder. Das ist wir haben so eine gesellschaftliche Beweislastumkehr. Also in der zivilisierten Gesellschaft gehe ich mal, lerne ich dich kennen, reiche dir die Hand und damit sagen wir ja auf eine Art auch, wir sind unbewaffnet und wir vertrauen uns gegenseitig, dass wir uns nicht gleich eine reinhauen werden. Übrigens auch vertraue ich dir, dass du mich nicht gleich mit dem tödlichen Virus infizieren wirst. Und auch das ist ja auch gerade so umgekehrt. Also man muss jetzt die ganze Zeit beweisen. Schweif nicht ab, erklär mal die Aktion. Ja, genau. Also Volker Bruch hat dich angerufen und Volker Bruch ist ein Schauspieler, den du kennst und du weißt nicht zu dem Zeitpunkt, als er dich anruft. Jetzt sei mal dahingestellt, ob Querdenker schon falsch. Recht sind oder nicht. Er hat mich gar nicht angerufen. Der hat mir einfach im Winter mal eine Mail geschrieben, dass er meinen Blogtext gut fand und da entstand erstmal gar nichts drauf. Okay, und dann wusstest du dann auch nicht, wie der zu dieser ganzen Corona-Geschichte steht. Es ist ja auch egal letztendlich. Ja doch, der hat sich über einen Blog von mir gefreut, also hat er wohl inhaltliche Übereinstimmung damit gehabt. Ich habe da so einen Text geschrieben, der hieß Brief an keinen Freund und hat sich damit beschäftigt, was die Regierung auch in der Kommunikation der Krise meiner Meinung nach falsch macht. Führt jetzt zu weit. Jedenfalls, was wollte der denn von dir? Der wollte mir einfach nur sagen, dass er den Text gut fand und mehr hat er mir gar nicht gesagt und ist auch gar nichts draus entstanden. Und erst so 2 Monate später hat mich dann eine andere Schauspielerin mal angerufen, hat gemeint, hier gibt's so eine Gruppe von Leuten, die schon seit September oder Oktober eigentlich immer so jeden Sonntag um 9 so eine Zoom-Session machen. Das sind so 6, 7 mal 8 Schauspieler, die sich halt irgendwie, da waren jetzt, also war Volker und war dabei, aber halt. Und wer auch war die andere, Schauspielerin? Ihr Stage-Name ist Jana Parasüber. Warum musst du da so lange überlegen? Ja, weil sie unter Pseudonym Schauspielerin ist. Und weil ich, und aber weil wer natürlich war das denn jetzt? Also wie ist ihr Pseudonym? Jana Paraskiva. Und wer ist es in Wirklichkeit? Die heißt eigentlich Rosa Mehmet und ist die Frau von Maxim Mehmet. Also, und das der geht ja auch jetzt dabei aber, war, ne? Ja, Maxim genau. Mehmet und das warum geht ist jetzt der, aber sorry, halt, du, warte, du gehst ganz schnell, wir haben ganz viel Zeit. Warte mal. Ich möchte das ja verstehen. Maxim Mehmet war auch dabei. Und der genau. Ist aber jetzt nicht mehr dabei, richtig? Doch, die haben okay. Ihr Video drin gelassen, klar. Sein Video war drin. Nee, genau. Okay. Und in dieser Gruppe, da wird es jetzt halt delikat, weil in dieser Gruppe, da sind dann jetzt noch andere Leute dabei gewesen und die wollen jetzt halt nicht unbedingt, dass ihre Namen da genannt werden. Und das habe ich natürlich zu respektieren, weil die wollen halt jetzt nicht einfach nochmal einen Shitstorm haben, dass sie diese skandalös verbrecherische Aktion irgendwie sogar mit initiiert haben. Und Entschuldigung, in welcher Position bin ich jetzt hier da auszuplaudern? Also ja, lass uns das klären, in welcher Position du bist. Wir müssen aber Musik hören, weil wir ja eine Radiosendung sind. Wir beruhigen uns jetzt und gleich sind wir wieder da. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt, aber ich, wenn du gestattest, frage weiter aus Neugier und wenn ich noch neugieriger sein darf, natürlich hake ich auch nach, wenn ich es nicht verstehe. Ist es okay? Ja, immer.
Wunderbar. Klar. Dietrich Brüggemann bei mir in der Blauen Stunde. Gleich reden wir weiter. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik. In der Blauen Stunde heute ist Dietrich Brüggemann, der selbst Regisseur ist. Und wir reden jetzt mal ganz kurz nicht über diese Aktion. Es nervt auch ein bisschen. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr von dir wissen. Du bist ja hoch dekoriert. Ich habe gesehen, leider ist das heutzutage die gängige Form der Recherche, dass man Wikipedia durchforstet. Aber Max Ophüls Preis, etliche Filme gedreht. Du bist richtig fett im Business. Ist das so? Ich weiß gar nicht, ob ich so fett im Business bin. Ich bin in diesem Business auch schon immer irgendwie ein bisschen Außenseiter gewesen, weil meine Filme waren schon immer irgendwie anders. Also Dreizimmer Küche Bad war damals in so Arthouse sehr erfolgreich und auch bis heute irgendwie wird da gern geguckt. Dann habe ich Büro-Tatorte gedreht, die sehr erfolgreich waren. Einen. Ja, diesen täglich grüßt das Murmeltier, ne? Genau. Das war ein inneres Blumenpflücken, dieser Film, den habe ich sehr gerne gemacht. Und dann zwei mit den Stuttgartern, die auch wirklich immer sehr gut gelaufen sind. Und ich habe viele Musikvideos gemacht für Indie-Bands. Genau, du bist nämlich machst auch Musik. Kommt dann daher die Verbindung zu den vielen Tatort-Schauspielern? Unterschiedlich. Also ich habe mal durchgezählt, in der Aktion waren insgesamt 60 Schauspieler dabei. Also 8 sind vor Release aus verschiedenen Gründen rausgefallen, weil es videotechnisch einfach nicht fertig war oder tatsächlich einer hatte so einen Querdenker-Pullover an, so vor einem Rubicon, wo drauf stand, bewaffnet euch mit Wissen, wo ich wirklich gesagt habe, nee, das machen wir nicht, also leider nein. Oder es gab doch welche, die vor Release gesagt haben, nee, ich möchte doch nicht dabei sein. Jedenfalls, und von diesen 60 sind irgendwie, glaube ich, 21 so direkt von mir angesprochen worden, andere kamen über andere. Also es war so dezentral. Warum wolltest du den Querdenker-Pulli nicht drin haben? Na, weil wir genau das nicht wollten. Wir wollten es von dieser auch etwas problematischen Randströmung, die ja auch nicht so richtig definiert ist, wo jetzt die einen sagen, das sind alles verkappte Nazis oder von Nazis unterwandert oder wir wollten einfach nicht wirklich uns für diese Ecke Werbung machen, sondern uns sachlich an der Situation abarbeiten, ohne uns gleich einen Pulli anzuziehen. Die Soundcloud-Seite, die du hast als DJ, da ist ein Hintergrundbild drauf, auf dem man eine Demo sieht. Was ist das für eine Demo? Du stellst Fragen. Keine Ahnung. Ist das nicht deine Spotify? Ist das nicht deine Soundcloud-Seite? Also ich habe als jetzt. Also sie ist ja mittlerweile auch nicht mehr online. Warum ist die nicht mehr online? Also oder jetzt wieder? Mal der Reihe nach. Ich habe als die Clubs zu waren, dachte ich, jetzt mache ich mal so ein Musikprojekt, was Clubmusik macht. Macht doch jetzt genau Sinn. Ich mache sehr gerne Musik, unter anderem auch elektronische Musik. Das habe ich dann nach zwei Städten in Frankreich, die mir auf so einer Landkarte begegnet sind, Noisy-Nancy genannt. Heißt natürlich, dann denkt jeder Noisy-Nancy. Und dann hast du aber die Seite gestaltet und gedacht, ich nehme einfach irgendein Bild. Bist du auf die Tastatur gefallen wie Beatrice van Storch? Nee, das Hintergrundbild von dieser Seite ist, jetzt habe ich es offen informiert, es ist keine Demo, das ist eine vollgepackte Wiese mit Leuten bei einem Festival, wo ich mit einer anderen Band gespielt habe, von der Bühne runter fotografiert. Das ist eine Menschenmenge, aber das ist keine Demo, das ist das Heimspiel. Könnte man jetzt auch als Andeutung verstehen, könnte man ja auch denken, dass das jemand, der kokettiert so ein bisschen mit diesem Bild, weil man es auch missverstehen könnte, oder? Man kann alles. Gerade wenn man so im Auge des Sturms steht. Man kann alles als alles verstehen, man kann einfach hingucken und sagen, es ist ein Festival mit Leuten, die auf einer Wiese mit Decken picknicken, also Also du findest, es ist undifferenziert, wenn ich das so oberflächlich betrachte? Naja, ist halt irgendwie falsch. Also ich meine, ich kann jetzt auch meine linke Hand angucken und denken, interessant, das sieht aus wie, weiß ich nicht, mir fällt gerade nichts ein, aber... Dann lass uns zu den Tatorten kommen. Jemand, der so kluge Tatorte macht wie du, der ist ja dazu in der Lage zu entscheiden, welches Stilmittel er wählt, um den Kern seiner Aussage am effektivsten zu transportieren. Findest du, dass die Aktion, die du gemacht hast, dem gerecht geworden ist, was du sagen wolltest? Und was wolltest du sagen? Durchaus, ja. Was wollte ich sagen? Ich glaube, da müssen wir zurück zu der Geschichte gehen, die ich gerade angefangen habe zu erzählen. Aber nicht von französischen Städten und so, das ist mir zu verworren. Nee. Sag ganz simpel, was wolltest du machen? Vor der letzten Musik habe ich gesagt, da geht es nicht um, was ich machen wollte, sondern was wir machen wollten. Ja. Nämlich diese Gruppe von Schauspielern, die sich da schon irgendwie drei halbes Jahr oder so immer getroffen hatte und die waren alle sich einig darin, dass sie diese Lockdown-Situation höchst problematisch finden und irgendwie falsch finden und es eigentlich fundamental gerne anders hätten. Warum? Aber fanden die falsch? Welche Maßnahmen? Die haben alle Kinder und stellen, sie sehen, wie das den Kindern zusetzt. Die fanden alle es absolut schrecklich, dass wir... Hatten die konstruktive Gegenvorschläge? Ja, also ich glaube, jeder, der sich damit auseinandersetzt, hat konstruktive Gegenvorschläge. Welche zum Beispiel Kinder in die Schule schicken? Ja, man kann ja in andere Länder schauen und sagen, hier wird es längst nicht so hart gehandhabt wie in Deutschland und trotzdem funktioniert es. Frankreich, Spanien, super krasser Lockdown, Ausgangssperre, fast den ganzen Tag in Italien, 3 Monate Lockdown, also war Deutschland genau. Nichts.
Genau, aber in Schweiz. Würdest du sagen, Deutschland hatte einen strengen Lockdown? Mittlerweile ist Deutschland so ziemlich das strengste Land. Alle anderen um uns herum machen doch auf. Deutschland wird immer mehr zum Geisterfahrer. Aber Deutschland also hat ja auch mittlerweile recht stabile, gute Zahlen im Vergleich zu anderen Ländern, wo es richtig durch die Decke gegangen ist. Ja, allein dieses Festhalten am Inzidenzwert als alleinige Größe ist doch irgendwie schwierig. Also natürlich schauen irgendwie alle nach Schweden und ich muss sagen, mit Recht, weil da ist halt irgendwie noch nicht mal Maskenpflicht. Alles ist offen. Es gibt aber die Todeszahlen sind wesentlich höher. Der Schnitt der Todeszahlen ist viel höher als sonst wo. Schweden ist auf Platz 3 der Corona-Problemländer. Guck dir die Statistiken an. Ich sehe die Statistik vor mir. Ich gucke mir die ganze Zeit die Statistiken an und Lass sie uns durchgehen. Sehe, dass Schweden in der ersten Welle tatsächlich ein Problem hatte, aber auch ungefähr nur so wie diese Lockdown-Länder Großbritannien und Spanien, da auch nicht schlimmer als Schweden. Und dann in der zweiten Welle ab Oktober steht Schweden durchgehend besser da als Deutschland. Mittlerweile gibt es in Schweden aber strengere Regeln, weil selbst die zuständig waren, es erkannt haben, dass die ganz freie Art und Weise doch nicht so viel gebracht hat. Das war letzte Woche. Das war letzte Woche erst. Die kassieren diese Regeln jetzt wieder. Also Lass uns über Zahlen sprechen. Wie viele Todesfälle gibt es im Moment in Deutschland? Müsste ich jetzt mal hier in die Kurve so. Confirmed Deaths. Kumulativ. Wir sind jetzt in Deutschland bei. Sag gestern, wie viele es gestern waren. Insgesamt alle, die bisher an Corona gestorben sind? Nee, gestern nur. Nur gestern. An oder mit? Du musst sehr lange überlegen, also mit der Materie scheinst du dich dann aber nicht wirklich auseinandergesetzt zu haben. Natürlich setze ich mich die ganze Zeit mit der Materie auseinander. Ich habe jetzt nur nicht jede Zahl, die du mir abfragst, sofort parat vor mir. Entschuldigung, okay, ich glaube, das ist eine andere Frage. So müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht miteinander umgehen, oder? Also wir reden miteinander. Ja. Aber du redest, lass mich die Fragen stellen und antworte vielleicht auch so, dass ich eine Information bekomme. Wenn ich einen Film von dir gucke, kann ich den kritisieren, ohne gesehen zu haben, worum es in dem Film geht? Wenn du den Film gesehen hast, dann hoffe ich, dass du gesehen hast, um was es in dem Film geht. Und glaubst du hast genug Ahnung von den Maßnahmen und den Zahlen um Corona herum, um so eine Kritik zu äußern, die man auf einer sehr komplizierten Metaebene verstehen muss? Da muss ich jetzt mal andersrum fragen. Glaubst du, wir haben in der Demokratie nicht alle die optimistische Annahme, dass alles, was in der öffentlichen Sphäre stattfindet und uns betrifft, auch von uns auf eine Art verstanden werden kann, die uns zumindest befähigt, zur Wahlurne zu gehen und da halt eine Entscheidung zu treffen? Und jetzt glaubst du, dass die Demokratie im Moment die richtige Antwort ist auf die Pandemie? Absolut, ja, klar. Ich finde, Demokratie ist die schönste Errungenschaft, die wir in unserem Teil der Welt haben. Die sollten wir jetzt nicht über Bord schmeißen wegen der Pandemie, auf keinen Fall. Wie gehen wir dann damit um, dass viele verschiedene Meinungen aber nicht zu einem solidarischen gemeinsamen Ziel führen, sondern dass wir in dem Moment vielleicht auch zusammenhalten, uns vielleicht sogar unterordnen müssen, wo wir nicht wissen, ob unser eigenes Verhalten, das Beharren auf unsere eigene Freiheit vielleicht den anderen schaden kann? Das ist eben das Riesenproblem. Und ich glaube, wir brauchen als Gesellschaft einen realistischen Blick auf das gesamte Phänomen dieser Viruspandemie. Und da habe ich das Gefühl, wir sind nicht wirklich in einem realistischen Blick, weil also das, was uns anfangs erzählt wurde, nämlich dieses Virus wird jeden treffen. Und wenn man keine Maßnahmen macht, dann geht es immer sofort durch die Decke, exponentielles Wachstum. Dann laufen Intensivstationen voll und jeden kann es schlimm treffen. Okay, das ich bin deiner Meinung. Das hat sich ja nicht so richtig ganz bewahrheitet. Ich bin deiner Meinung, aber wenn du da ein realistisches Bild forderst, warum bietest du dann nicht eine realistische Alternative und gehst auf eine Ebene der Ironie? Ich biete seit einem Jahr eine realistische Alternative. Also ich habe mich wirklich eingehend damit auseinandergesetzt. Ich habe mit Leuten geredet, ich habe viel geschrieben, ich habe viel gelesen und ich habe auch mitgekriegt, wie andere viel schreiben und viel lesen. Also es gibt ja auch durchaus Teile der Presse, in denen das alles stattfindet, die Welt und die NZZ. Und es gibt Experten, die ganze Zeit nichts anderes sagen, als wir müssen das anders machen. Es gibt Leute, die sagen, in der zweiten Welle steht Schweden besser da als Deutschland, Freunde. Gut, aber es wird dafür einfach alles musstest nicht du jetzt gehört, lange nachdenken, also. Bis du die Zahlen wusstest. Wir hören jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik und dann beruhigen wir uns wieder und verstehen mich nicht falsch. Ne? Ich habe dir von Anfang an gesagt, ich werde kritisch nachfragen, aber ich stimme in manchen Dingen, die du sagst, sogar mit dir überein. Finden wir gleich heraus, was es ist und dann bin ich schon sehr gespannt drauf. Dietrich Brüggemann, heute bei mir in der Blauen Stunde. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somuncu.
Die blaue Stunde hier. Wir haben einen Gast, nämlich Dietrich Brüggemann, der auf der anderen Seite ist. Und wir sprechen über seine Aktion, alles dicht machen. Aber wir haben eben auch ein bisschen über seine Arbeit gesprochen als Tatortregisseur. Dietrich oder Dietrich eigentlich? Dietrich. Dietrich, entschuldige also bitte. Wie Marlene Dietrich. Alles klar. Ich finde, wir haben, also es gibt so viel zu besprechen, deswegen werden wir das in 2 Stunden nicht schaffen. Natürlich möchte ich mit dir auch über die Reaktionen auf deine Aktion sprechen. Ich habe das jetzt ungefähr so verstanden, da ist eine Mail gekommen, du warst sowieso schon in diesem Thema, du hast dich geärgert über die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und hast gesagt, so jetzt reicht's mir, jetzt will ich was machen. Und die Leute, mit denen du da zusammengearbeitet hast, kennst du wahrscheinlich zum größten Teil. Und ist das dann im Einverständnis transparent kommuniziert worden, worum es wirklich geht? Oder ich habe jetzt Artikel gelesen, da steht drin, Kida Ramadan zum Beispiel oder andere Schauspieler hätten gesagt, sie hätten irgendeine dubiose Mail bekommen und da stünde ein Text drin, den sie sprechen könnten. Sie könnten sich sogar was aussuchen und das mit eigenen Teilen versehen. War das so oder war das anders? Wie war es wirklich? Naja, es war zunächst so, dass aus dieser Gruppe, die sich da schon lange Zeit ohne mich getroffen hatte und die alle das Gefühl hatten, hier läuft was kapital schief, wir müssen irgendwas machen, wir wissen nicht, was wir machen sollen, aber irgendwas mal machen. Da kam ich dann dazu und da war dann ich tatsächlich derjenige, der die Idee hatte, lass uns halt quasi, wir hatten alle diese besondere Heldenspots der Regierung irgendwie noch im Hinterkopf, lass uns was machen, was in dem Stil quasi einfach das Ganze auf den Kopf stellt und noch mehr Lockdown fordert und gleichzeitig auch diese Absurdität dieses Maßnahmenlebens thematisiert. Die Idee fanden alle gut und aus diesem gemeinsamen Gruppengeist war es jetzt nicht so, dass ich das gemacht habe, sondern das haben wir tatsächlich zusammen gemacht. Also, aber eine wichtige Frage ist, wer hat die Texte geschrieben? Die habe auch, also viele habe ich geschrieben, aber längst nicht alle. Es gab dann so ein offenes Google-Dokument, wo einfach jeder was reinschreiben konnte. Da habe ich dann teilweise ein bisschen dran rumeditiert und dann haben auch Leute Texte beigesteuert, die bei der Aktion dann sowieso nicht mitmachen wollten, aber dann trotzdem Texte. Und dann haben auch Leute sich wieder zurückgezogen und dann sind wieder Texte. Wer hat den Text von Heike Makatsch geschrieben? Der ist von mir. Wer hat den von Jan-Josef Liefers geschrieben? Jan-Josef Liefers. Wer hat den von Volker Bruch geschrieben? Der ist eine Zusammenarbeit zwischen Volker und mir, glaube ich, gewesen. Richie Müller? Das basiert auf einem Text, der, glaube ich, Moment mal, der von irgendjemand anders in die Gruppe kam und den ich dann so ein bisschen modifiziert habe. Lass uns mal ein bisschen was hören. Ich habe ein paar Texte hier als Ausschnitt und dann können wir mal drüber sprechen, was diese Texte zu bedeuten haben. Ich möchte eins vorausschicken. Ich distanziere mich von allem, was ich im Folgenden sagen werde. Dies nur vorweg und jetzt zur Sache. Ich distanziere mich in aller Form von der Corona-Politik und der Kommunikation der Corona-Politik unserer Regierung. Ich distanziere mich ebenso entschlossen von jeglicher Kritik an der Corona-Politik. Und ich distanziere mich von Querdenker-Demos, von Schwurblern, Esoterikern und Wissenschaftsleugnern. Ich distanziere mich vom Robert-Koch-Institut und dessen arithmetischen Politik der absolut gesetzten Zahlen. Am Ende zählt der Unterhaltungswert. Und daher ist mein Wunsch an die Politik in dieser Krise, bitte lasst es krachen. Macht maximale Maßnahmen, möglichst absurde Geh- und Verbote, möglichst drakonische Strafen. Lasst den Polizeistaat aber so richtig von der Leine und fahrt den Karren mit Karacho gegen die Wand. Nur dann haben wir am Ende spannende Geschichten zu erzählen und mal ehrlich, die brauchen wir. Ich meine, nach 75 friedlichen Jahren sind uns doch in Deutschland die Geschichten längst ausgegangen. Wir brauchen neue. Und so fordere ich unsere erhabene Regierung auf, endlich fair und konsequent zu beenden, was bislang total vermasselt wurde. Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz. Nicht nur Theater, Cafés, Schulen, Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden, nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem all die Supermärkte. Sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt mausetot, entziehen wir auch dem Virus samt seiner hinterhältigen mutanten Bagage die Lebensgrundlage. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Ein Jahr lang
hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben. Das hätte von Attila Hildmann sein können alles, oder? Polizeistaat, 75 Jahre, damit spielst du auf die Nazi-Zeit an. Wir leben ja, in der Diktatur. Das hat ja Angela Merkel selbst gesagt. Sie hat gesagt, das ist die schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, aber sie hat nicht gesagt, wir sind in einer Diktatur. Das habe ich auch nicht gesagt. Naja, du spielst drauf an. Du sagst seit 75 Jahren, also worauf beziehst du dich dann genau? Trotzdem, also das hätte von Attila Hildmann sein können, oder? Ich habe keine Ahnung, weil von Attila Hildmann kenne ich nur, dass er mal veganer Koch war und dann mit Corona vollkommen weggeschlittert ist in eine Richtung, wo er sich selbst als Reichskanzler installieren will, mittlerweile in der Türkei lebt und auf Telegram gegen alles und jeden wütet. Also, aber du weißt, was Attila Hildmann gesagt hat. Also das glaube ich dir nicht. Du sagst, du beschäftigst dich mit Corona und du weißt nicht, was Attila Hildmann alles gesagt hat, dass wir in einem Polizeistaat leben, dass das er gibt jede Menge Müll von sich. Erinnert. Ja, aber die Leute, die da sprechen ja auch, oder? Was diese Sache mit dem Polizeistaat, also jetzt mal erstmal grundlegend zu all diesen Dingen. Es sind sprichst du ja das eigentlich oder eine Rolle? Natürlich, da wollte ich gerade darauf hinaus. Das ist ja tatsächlich, die Leute sprechen ja alle in Rollen. Und wenn ich einen Film mache, der fiktional ist oder auch wie so eine Art Spot daherkommt, dann ist ja gerade bei einer klaren satirischen, die ja erkennbar ist, Zurichtung, die Frage, ist das jetzt eigentlich wirklich so gemeint? Steht das gerade vollkommen auf dem Kopf? Ist es extrem übertrieben? Meint er das wirklich so? Was ist denn hier eigentlich die Frage, die gestellt wird? Und das warum macht sagt ja, er dann vorher seinen Namen? Warum sagt er, ich bin Jan-Josef Liefers? Warum sagst du, ich bin Dietrich Brüggemann? Oder sprichst du als Privatperson ironisch? Weil genau das die Sache ist, die wir persiflieren, ist ja so, dass das gut situierte Testimonial, was eben der Bevölkerung immer so Sachen nahebringt, ist diese Social Spots, die kennt man ja. Also die sind ja irgendwie, oder auch Leute ihr Gesicht herhalten, es hat denselben Stellenwert wie ein Name, so Uschi Glas macht Werbung fürs Impfen und das bekannte Testimonial im Social Spot ist ja ein Thema, was man sozusagen kennt. Und diese Form haben wir persifliert, das ist richtig. Ja. Wir müssen Musik hören und dann werden wir weiterreden. Bei mir im Studio ist heute Dietrich Brüggemann und nach der Musik geht's weiter. Dietrich Brüggemann ist bei mir heute im Studio. Wir reden nicht hitzig, glaube ich, oder? Aber wir reden schon ziemlich emotional über deine Aktion Alles dicht machen. Und ich möchte tatsächlich auch noch auf die Reaktion der Leute zu sprechen kommen, weil ich die mindestens genauso kritikwürdig finde. Aber wir sind noch bei der Machart dieser Geschichte und wir waren jetzt, nachdem wir die Ausschnitte gehört haben, bei der Frage, wer spricht da eigentlich zu uns? Und du sagst, wir persiflieren die Machart der hochoffiziellen Spots der Bundesregierung, in denen es ja darum geht, den Menschen eine unangenehme Wahrheit süß zu verkaufen. Warum wählt ihr diese Form? Warum wählt ihr die Form der Persiflage? Warum nicht die intelligentere Form der offenen Aussprache? Ist das die intelligentere Form? Muss ich die Frage direkt mal zurückgeben? Ich weiß es nicht. Wenn ich dich jetzt sprechen höre, ja. Also ich finde das, was du da in diesem Stand-up spielst, viel misslungener als das, was du mir jetzt im Gespräch sagst. Warum sagst du es mir dann nicht auch in deinem Film so? Die offene Aussprache, ich meine, die sehe ich ja überall seit einem Jahr und die findet tatsächlich statt, aber die verhallt, glaube ich, vollkommen ungehört. Und das scheint mir ja auch das Problem zu sein und das ist ja, das sehe ich auch in den vielen Reaktionen, die ich so im Privaten kriege, diese 5000 Mails, die wir bekommen von Leuten, die immer sagen, ich bin um Gottes Willen kein Querdenker, ich würde niemals AfD wählen, aber ich finde es hochproblematisch, was hier in unserem Land gerade stattfindet. Es geht dann nicht darum, dass man Leuten zuschreibt, Querdenker zu sein. Sorry, ich unterbreche dich schon wieder, das ist mir sehr unangenehm, aber ich muss es, weil du sagst Dinge, bei denen ich sofort mitdenke. Ich habe noch keine Situation in diesem Land erlebt und ich, wie gesagt, ich bin in manchen Dingen exakt deiner Meinung. Wir reden über die Art und Weise, wie wir kritisieren und die Frage, ob das der beste Weg ist. Aber ich habe noch nie in diesem Land erlebt, dass sich Politiker so oft vor Kameras gesetzt haben und gerechtfertigt haben, warum sie das tun, was sie tun. Kann man dann wirklich davon sprechen, dass es keine Diskussion gibt und dass kritische Stimmen unterdrückt werden?
Es ist die Frage, ich habe das Gefühl, sie finden nicht Eingang ins Regierungshandeln. Es wird einfach immer weitergemacht und dann kommt der Bundeslockdown mit Ausgangssperre, die wirklich irgendwie keinerlei Sinn mehr hat. Und dann ist das nur auf dem Inzidenzwert basiert, der wirklich einfach wahnsinnig wenig sagt, weil er nicht sagt, wie viele Leute eigentlich wirklich krank sind und wie alt die sind und wie viele Zyklen dieser PCR-Test hatte, um das Ergebnis zu ergeben. Wo ich das Gefühl habe, dieser normale Vorgang einer Demokratie, wir gehen alle 4 Jahre wählen, na, das ist noch nicht Demokratie. Demokratie ist, dass es permanenten Austausch gibt, auch durch die Parteien, durch die Verbände und so weiter und so fort, dass die Politik immer mitkriegt, was die Leute so wollen und das Handeln irgendwie dran anpasst. Und hast du mitbekommen, dass die Kanzlerin sich entschuldigt hat? Ja, sie hat sich entschuldigt, um dann im selben Stil weiterzumachen. Klar, sie hat dieses misslungene Osterding in die Welt gesetzt und dann ging es aber, dann kam es noch härter, dann kam hier die Bundesnotbremse. Und was ist daran hart gewesen, dass es eine Ausgangssperre bei einer Inzidenz ab 150 gibt? Na, ab 100, oder? Und 100 ja, oder welche Inzidenz auch immer. Ich bin deiner Meinung, die Inzidenz als Grundlage zu nehmen, mag nicht richtig sein. Aber was ist richtiger? Richtiger wäre es, ein bisschen mehr auf die Praktiker zu hören, auf die Kliniker, auf die Mediziner. Die sagen, die Intensivstationen sind am Limit. Ja, das gibt auch an, dass die Intensivstationen sind eine Sache, aber die Frage ist doch überhaupt ganz grundlegend, wirkt denn unser Lockdown eigentlich überhaupt so, wie er soll? Das ist doch die Frage. So wie es jetzt aussieht, ja. Naja, die Zahlen gehen runter und dann kann man sagen, ja, der Lockdown hat gewirkt. Die Zahlen gehen aber überall sonst runter, wo die Bundesnotbremse nicht ist. Nebenan in der Schweiz ist exakt dieselbe Kurve ohne Bundesnotbremse. Nein, die Schweiz hat relativ hohe Zahlen, immer noch bei 130 etwa. Und die Zahlen in der Schweiz sind nicht zu vergleichen mit den Zahlen hier. Die Schweiz ist viel kleiner als Deutschland. Ist ein ganz anderes Land. Ich finde diese Vergleiche sowieso seltsam. Die Zahlen pro Million wird man doch wohl vergleichen können, oder? Entschuldigung. Wir reden ja jetzt wirklich über verifizierbare Zahlen und offensichtlich hast du ja nicht oder genauso wenig Ahnung davon wie ich mindestens. Doch, habe ich. Ja, also Entschuldigung, ich schaue mir all diese Zahlen an. Ich sage dir, Kurven gehen im Frühjahr, wenn es warm wird, die Leute wieder draußen sind, in allen Ländern mehr oder weniger runter. Okay, was und ist dann diese Maßnahme, die angemessen ist? Was machen wir dann? Die Kurve geht runter, alles aufmachen? Also ich finde prinzipiell mal ganz grundlegend, das Management einer Pandemie mit in Form von staatlichen Maßnahmen, die den Leuten kleinteilig vorschreibt, was sie tun und was sie nicht tun sollen, ist eine Idee, die muss fundamental diskutiert werden, weil in der Medizin das Entscheidende ist ja, das weiß hier der Mediziner, ist Compliance. Nimmt der Patient das Medikament denn auch? Also ich jage den Leuten Panik ein und sage ihnen, es ist ganz, ganz schrecklich, ihr dürft dies oder das nicht und ich mache Regeln, Regeln, Regeln. Aber dann mache ich die Gastronomie zu, dann treffen sich die Leute halt privat. Ist doch die Frage. Was, okay, bei euch aber was machen wir dann? Aber was ist konstruktiv an dem Vorschlag? Okay, das mag alles richtig sein. Ich finde, dass die Ausgangssperre auch nicht viel Sinn gemacht hat. Die Leute haben sich trotzdem getroffen. Ich finde übrigens auch, wo ich dir recht gebe, dass die Menschen kriminalisiert worden sind, dadurch, dass ihnen Sanktionen angedroht wurden und sie diese Sanktionen in Kauf genommen haben, um ihr normales Leben weiterführen zu können. Aber was ist der konstruktive Vorschlag? Wie hätten wir auf diese Pandemie reagieren sollen? Ist es überhaupt eine Pandemie? Siehst du überhaupt eine Gefahr? Ja, was ist denn Pandemie? Ich glaube schon, dass es eine Pandemie ist. Also soll ich jetzt das Virus leugnen? Nein, natürlich. Es gibt Leute, die sind relativ heftig und sterben drin. Nee. Bist du geimpft? Warum nicht? Weil diese Impfung, ich brauche sie nicht. Also ich bin überhaupt nicht Risikogruppe. Und dieses Ding, dass man jetzt gesagt bekommt, du musst dich für andere impfen, das finde ich auch problematisch. Diese Impfung, ich finde, man muss da nicht keine große Panik haben. Also die Ärzte, die ich kenne, die sagen, ja, kannst du machen, kannst du nicht machen, ist egal. Aber trotzdem, die sind schon irgendwie ein bisschen schnell und unzureichend getestet, wo ich sagen muss, meine private Entscheidung möchte ich jetzt nicht und gehe auch um. Man muss keine Panik haben. Also das heißt, es wird übertrieben. Alles wird irgendwo übertrieben. Und klar, also das ist ja auch das Problem. In Corona-Gegnerkreisen gibt es jede Menge von irrsinnigem Shit, wo man auch denkt, Entschuldigung, was ist denn jetzt los? Okay, wir werden alle an der Impfung sterben in 3 Jahren. Aber bitte, ich glaube nicht. Du verallgemeinerst alles, du verallgemeinerst deine Antworten. Findest du es übertrieben? Findest du, dass Corona, die Angst vor Corona übertrieben ist? Du persönlich? Ich persönlich finde, dass die Angst vor Corona übertrieben ist, weil nämlich immer eins unter den Tisch fällt, nämlich das ist ein Atemwegsvirus, das können wir sowieso nicht aufhalten. Das kriegen wir auch mit unserem halbherzigen Lockdown nicht aufgehalten. Das kriegst du aufgehalten, indem du alle Leute einsperrst, dann ist klar. Aber dann ist aber jetzt redest du wie Adela Hildmann. Das ist ein Atemwegsinfekt, den kriegt man locker weg. Gibt's die Corona-Toten nicht? Gibt's die Intensivbetten nicht, die belegt sind mit Leuten, die keine Luft mehr kriegen? Was ist damit? Mit dieser Caro, mit der du gesprochen hast, was hat die dir erzählt, die Ärztin aus Essen? Hat die gesagt, es gibt es nicht, das ist ein Atemwegsinfekt, der harmlos ist? Nein, die hat gesagt, dass sie auf der Intensivstation Leute haben, die Corona haben. Ist doch vollkommen klar. Die Frage ist eben nur, ja, selbstverständlich, klar.
Ist es nicht Grund genug zu glauben, dass man Maßnahmen braucht, um diese Krankheit zu verhindern oder zumindest die Gefahr zu verringern? Wäre es nicht auch Grund genug zu sagen, ich lasse mich impfen, damit ich vielleicht andere nicht anstecke oder keine Ahnung? Anstatt es zu ignorieren? Das sind jetzt zwei Sachen. Also, dass man Maßnahmen braucht, ist die Frage. Braucht man tatsächlich staatliche Maßnahmen, dass der Staat sagt, ich befehle euch ja was? Weil wir müssen mal den sozialen Aspekt anschauen. Natürlich sind die Inzidenzen Corona ist extrem armutssensitiv. Also da, wo Leute mit wenig Geld und schlechtem Gesundheitszustand eng aufeinander hocken, da richtet es teilweise richtige Verwüstungen an. Und ich weiß nicht genau, wie man in diesen Kreisen, auch viel Migrationshintergrund und Sprachbarrieren und so weiter, wie kommt man da mit staatlichen Maßnahmen, geschweige denn Polizei, überhaupt rein? Da sind wir jetzt also, in ganz gefährlichen Fahrwasser. Also diese Migrationshintergrundgeschichte, die geht ja richtig in Richtung AfD. Nein, im Gegenteil. Dass nur Migranten Corona haben, weil sie sich gegenseitig küssen auf komischen Familienfeiern, ist ja mal ein richtig krasses Argument. Das ist doch Quatsch. Aber das weiß doch wirklich jeder, auch jeder verantwortungsvolle Epidemiologe weiß. Ich weiß das nicht. Woher weißt du das? Doch, das ging doch auch durch die Medien, dass natürlich die Hotspots sind ganz oft in Hochhaussiedlungen da, wo die Leute wenig Geld und schlechten Gesundheitszustand haben. Ich habe gehört, dass die Hotspots die Corona-Partys waren, die junge Leute gefeiert haben, weil sie es am Anfang ignoriert haben zum Beispiel. Das habe wiederum ich nicht gehört. Also Das hat Söder gesagt in Pressekonferenzen. Ist ja auch scheißegal, wer es auch immer verbreitet. Heißt das, dass die Krankheit dadurch ungefährlicher wird? Nein, aber das heißt, man braucht das richtige Instrument, um es den Leuten klarzumachen, wie sie sich vor dieser Krankheit schützen können. Und das ist Selbstbestimmung. Das ist den Leuten sagen, passt auf euch auf und den Rest macht ihr selber. Das ist auf alle Fälle ein ganz gutes Instrument, glaube ich schon, dass man den Leuten Aufklärung gibt und Sozialarbeit und ihnen sagt, das solltet ihr tun, weil diese massive, ich meine auch Polizeipräsenz, die wir nun tatsächlich haben, also in vielen Kreisen hat man einfach wirklich von der Polizei seinen Lebtag nichts Gutes erlebt und kommt damit auch nicht an die Leute ran. Ich glaube, das ist doch eigentlich relativ klar, oder? Naja, weiß ich nicht. Wir hören erstmal wieder ein bisschen Musik, ich muss mich sammeln. Dietrich Brüggemann hier bei mir in der Blauen Stunde, bin ich dir sehr dankbar für übrigens, auch dass du dich dem Gespräch stellst und ich werde dir nachher noch ein paar andere Fragen stellen und ich hoffe, da kommen wir noch mehr auf den gemeinsamen Nenner. Radio 1, die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der Blauen Stunde heute ist Dietrich Brüggemann bei mir zu Gast. Selber ist er Regisseur und Teilnehmer, mitbeteiligt an der Aktion Alles dicht machen. Ob er jetzt initiiert hat oder nicht, spielt letztendlich keine Rolle. Das haben wir auch hier nicht wirklich rausgefunden. Es gibt ein Thema, Dietrich. Da haben wir noch gerade drüber geredet und ich habe gesagt, ich habe es mit einer Gruppe initiiert, alleine. Naja, du hast bei allen Fragen, die ich dir gestellt habe, dazu, wer die Texte geschrieben hat, zumindest bei 3/4 warst du mit beteiligt, würde ich schon sagen, du bist ein Kopf dieser Organisation. Ja, selbstverständlich, aber Initiative kommt tatsächlich bei sowas, kann nur aus einer Gruppe kommen, weil ein Typ allein da loszieht, ich hätte es alleine niemals gemacht. Nee. Ist ja auch scheißegal, du hast ja mitgemacht und soll ja jetzt auch keine Schuld sein, sondern soll einfach nur erstmal eine Aufklärung oder eine Information sein. Bei den Gesprächen über die Sache sowieso mal ein bisschen seltsam, es wird getan, als hätten wir ein unfassbares Verbrechen gegangen. Da wird dann so nachgeforscht mit so einer Detektivmentalität. Wer war es? Wer war noch dabei? Wir finden sie alle raus. Wir kriegen sie alle zur Strecke. Ich denke mal, Moment. Hast du die Aktion denn nicht gemacht, um damit was auszulösen? Bist du nicht in die Öffentlichkeit gegangen? Wolltest du nicht, dass man dich kritisiert oder kritisch betrachtet? Oder sollten wir das einfach so annehmen, das Häppchen, das du hinwirfst und sagen, ach komm, was der Brüggemann macht, das hat schon Hand und Fuß. So doof sind wir ja nicht. Das finde ich ein bisschen demagogische Fragestellung. Also sollten wir das jemand, der ein demagogisches Projekt gemacht hat. Hast du nicht damit gerechnet, dass es Kritik gibt? Ist dieses Projekt demagogisch? Ich glaube nicht, dass es demagogisch ist. Es stellt mit satirischen Mitteln ein paar politische Fragen. Was ist denn daran demagogisch? Ist die Aussage, die Jan-Josef Liefers zum Beispiel macht, wenn er sagt, es gebe keine kritischen Medien. Wir können ja Ironie von realer Aussage unterscheiden. Also nicht alle Leute, die euch gesehen und gehört haben, sind ja doof. Und der Subtext all dieser Texte ist ja klar. Und wenn Jan-Josef Liefers sagt, wir würden keine kritischen Medien haben, dann ist das Demagogie.
dann stimmt das schlicht und einfach nicht. Wir mögen Medien haben, die zu irgendwelchen Konsortien gehören, die ihre eigenen Interessen vertreten. Aber geh mal in die Türkei oder geh mal in ein anderes Land, wo es diese Medienvielfalt und die Freiheit nicht gibt, und dann vergleich es mal mit Deutschland. Also das finde ich total absurd. Das ist vollkommen richtig, aber das ist anderswo schlimmer. Es heißt ja nicht, dass hier alles eitel Sonnenschein ist, und so eine gewisse Homogenität in der Medienberichterstattung, die Liefers beklagt, die sehe ich tatsächlich auch. Vor allem auch eine Gewichtung daran, wie emotionalisiert wird oder nicht. Wo also denn? Du sitzt hier in einem öffentlich-rechtlichen Sender und sagst alles, was du sagen willst. Ja, ist es nicht möglich? Ich sage alles, was ich sagen will, und was ich sagen will, ist, dass mir jetzt schon die ganze Zeit auffällt, dass wir haben einen Lockdown und Maßnahmen, von dem ich so anekdotisch um mich rum und in Erzählung mitkriege, dass er wahnsinnig viele Leute um ihre Existenz und ihre psychische Gesundheit bringt und Kinder und Jugendliche wirklich auf eine irrsinnige Art schädigt. Ja, davon sind sehe wir einer Meinung. Davon sehe ich in den Medien immer Berichte. Aber die Frage ist dann das Projekt, das ihr gemacht habt, das richtig? Ich möchte den Satz bitte einmal fertig sagen. Entschuldigung. Ich sehe in den Medien da nüchterne Anstiege in Zahlen und immer so referieren. Emotionalisiert wird der große heroische Kampf gegen Corona. Da sehe ich zum Beispiel einen massiven Unterschied. Und ja, auch in den Medien sehe ich eine unglaubliche Panikmache, und immer kommt die nächste große Welle und die schlimme Mutante. Das ist auch auf eine Art unverantwortlich. Doch, okay, das muss also man so eine sagen. Eine Frage. Ich muss mir da an die eigene Nase fassen. Ich mach's mal anders. Ich lock dich mal. Ich habe schon so viel Scheiße gebaut in meinem Leben, Dietrich. Und ich habe so viele Projekte gemacht, hinter denen ich in dem Moment stand, als ich sie gemacht habe. Und 2 Jahre später habe ich gedacht, Alter, was für ein Scheiß. Und du hast es auch noch verteidigt. Und ich finde, man kann ein Projekt, das man macht, nicht dann machen, wenn man weiß, welche Stimmung gerade ist, und einfach alle Scheuklappen aufsetzen und sagen, ja, das ist euer Problem, ihr seid gerade alle ein bisschen empfindlich. Wir leben doch gerade in einer total verengten Diskussionskultur. Die Leute, wie du richtig sagst, wollen missverstehen. Die wollen sagen, ach guck mal, der ist Querdenker, der ist Nazi, ach guck mal, der ist für mich, der ist gegen mich. Ist das dann nicht Öl ins Feuer gießen? Ist das nicht Provokation, wenn man so in Kauf nimmt, missverstanden zu werden, wenn man doch eigentlich was total Gutes will. Ich meine, du sagst die ganze Zeit, dass du was Gutes willst, und das nehme ich dir auch ab. Aber dann sagst doch in einer Art und Weise, dass es auch ankommt bei den Leuten, die du erreichen willst, weil es ist das passiert, was du eigentlich nicht wollen müsstest, dass Leute dich bewusst oder unbewusst missverstanden haben und die Aktion aus meiner Sicht total nach hinten losgegangen ist. Aus meiner Sicht ist sie das interessanterweise nicht, weil ich krieg wirklich wahnsinnig viel Stimmen von Leuten, die sagen, oh Gott, wie geil, endlich mal. Ja, das ist auch nur die andere Seite, ist klar. Und ich meine, was du gerade gesagt hast, ist interessant, weil du sagst, wir haben so einen verengten Diskursraum, jeder will missverstehen, und dann ist es doch dumm von euch, in dem Moment genau diese Aktion zu machen, wo ich sage, nee, eigentlich muss doch dann genau in so einen Raum rein so eine Aktion gemacht werden, weil dieser verengte Diskursraum ist doch einfach furchtbar. Also das ist doch genau das Problem. Und natürlich hätte ich mir eine andere Rezeption gewünscht, und zwar eine, wie sie ganz am Anfang auch kam. Also ganz am ersten Abend kriege ich so eine Voice-Message von einer ehemaligen Agentin von mir, die sagte, Dietrich, ich habe gerade diese ganzen Spots gesehen, irgendwie voll gut, und macht mich auch tatsächlich total nachdenklich. Und dann auch so die ersten Facebook-Postings, irgendein anderer Schauspieler schreibt einer bei Talent auf die Wall, hey, coole Sache. Und dann auf einmal kam der Shitstorm-Hammer mit irgendwie hier, ihr macht euch über Intensivstationen lustig, was wirklich überhaupt nicht Thema der Sache war. Und auf einmal alle so vollkommenes Entsetzen, und als hätten wir ein unsagbares Verbrechen begangen, wo ich sagen muss, nein, das haben wir nicht. Wir haben die derzeitige Situation mit moderater Satire, also in Italien oder Großbritannien hätte sowas ganz anders ausgesehen, in deren dortiger Humortradition, haben wir auch 3 Dinge zusammengerührt, die es eigentlich schon einzeln schon mal gab. Ne? Also wie du sagst, Kritik am Lockdown gibt es, und moderate Satire über das Leben mit Maske und Abstand und meine Wohnung ist 180 Quadratmeter groß, gibt es auch. Und aber auch meine Frage war eine andere. Findest du zum Beispiel die Aktion, die Boris Palmer gemacht hat, hast du ja mitbekommen. Fandst du die gut? Dass er diesen Tweet zitiert hat in der AOGO-Geschichte mit Lehmann und dafür diesen Shitstorm kassiert hat. Ganz ehrlich, das habe ich die letzten Tage und Wochen wirklich nur am Rande mitbekommen, weil ich ihn die ganze Zeit immer noch damit beschäftigt bin, den Shitstorm wegzumoderieren. Nein, ich sehe doch, wie viele Tweets du rausgibst bei Twitter. Kann doch nicht sein, dass du sowas nicht mitbekommen hast. Dann erkläre ich es dir. Ein Tweet am Tag, und dann schaue ich nicht mehr rein, weil ich Twitter wirklich schrecklich finde. Okay, glaube ich dir nicht. Kannst du mir glauben. Nicht.
Nein, das glaube ich dir nicht. Ja, okay, guck mal, wie mit wem ich auf Twitter interagiere. Nein, wirklich. Das werde ich jetzt so lange sagen, bis du es mir einfach glaubst. Ich finde Twitter toxisch. Ich war da nicht. Ich erkläre es dir. Das ist die Wahrheit. Das ist auch bitte deine Verantwortung, einfach jemandem seine Wahrheit zu glauben. Lehmann hat gepostet, nachdem Dennis Aogo kommentiert hat, ob das jetzt ein Quotenschwarzer ist. Und daraufhin gab es einen Shitstorm. Lehmann hat seine Jobs verloren. Und Aogo hat am nächsten Tag, er hat das veröffentlicht auf Instagram und hat dann selber in die Scheiße getreten, indem er in einem Kommentar auf Sky davon gesprochen hat, dass die Spieler bis zur Vergasung trainieren. Schlechte Wortwahl, kommt zwar aus dem Ersten Weltkrieg, nicht aus dem Zweiten, ist aber in Deutschland nicht so geschickt, das so zu formulieren. Dann hat Boris Palmer das aufgegriffen, nämlich anhand eines Tweets, eines unbestätigten Tweets von irgendeiner Frau, die einen Fake-Account hatte und behauptet hat, dass Dennis Aogo sie angesprochen hätte in einem Mallorca-Urlaub und gefragt hätte, ob sie nicht mal einen richtigen Endpunktschwanz sehen wolle. Und das wurde dann sozusagen wieder zum Thema gegen Dennis Aogo eingesetzt. Und die Frage stand im Raum, wer ist eigentlich jetzt der Bösere? Und das hat Boris Palmer kommentiert, indem er genau diesen Tweet, und zwar mit dem N-Wort, zitiert hat. Meine Frage an dich, wenn du es schon nicht mitbekommen hast, findest du das geschickt in so einer Lage, wo sowieso alle total angespannt sind, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, sowas auch noch zu zitieren und zu sagen am Ende, das war Ironie, das war Satire, obwohl jeder weiß, dass der Oberbürgermeister von Tübingen ist? Ja, das hätte er, glaube ich, besser mal nicht gemacht, ne? Also, sind uns, glaube ich, alle einig, dass das doof war. Ich finde andererseits auch die Situation, aus der sowas kommt, ist halt auch furchtbar doof. Diese Massenaufgeregtheit auf sozialen Medien ist so toxisch, wie alle sich da gegenseitig an die Gurgel gehen und es, genau. Aber ist es dann klug, das so zu machen, ist meine Frage. Ist es dann klug, wenn du weißt, ey, die Situation ist gerade so angespannt und wenn ich dann auch noch mit so einer Nummer komme, die dreimal ironisch auf der 10. Metaebene ist und dem Subtext eigentlich etwas sagen will, was vielleicht klug ist, aber niemand mehr wiedererkennt, weil jeder das hören will, was er will. Ist es dann nicht genauso dumm wie die Boris Palmer Geschichte? Mindestens mutwillig? Ich würde sagen, nein, weil diese Boris-Palmer-Geschichte, die spielt von vornherein im Erregungszirkus der sozialen Medien und das haben wir ja nun nicht gemacht. Wir haben uns in der Öffentlichkeit umgeschaut und gesehen, was so vor uns vorliegt und haben das in, ich sag's nochmal, wenn man die Spots selber anschaut, dann sind die sehr facettenreich und wirklich moderat satirisch. Ich meine, ich habe ja nicht Regie bei all den Dingern gemacht, ich habe sie auch nicht alle geschrieben und ich habe wirklich auch immer mit den einzelnen Leuten, kannst du auch fragen, darauf geachtet, dass da dem eher so die Spitze genommen wird und dass es unkontrovers wird. Und was ich mir tatsächlich natürlich gewünscht hätte, wäre, ich sag's nochmal, diese etwas moderate, nachdenkliche Reaktion, die kam nicht. Aha, interessant, danke, ich habe was gelernt über Deutschland, ja. Und diese Logik der Eskalation, die sich da gezeigt hat, finde ich tatsächlich schrecklich, ja. Also du hast eigentlich nichts falsch gemacht. Wir hören noch ein bisschen Musik, die kommt jetzt. Frag mich in drei Jahren, weißt du? Ich frag dich nach der Musik. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Dietrich Brüggemann ist bei mir in der blauen Stunde. Und gleich stelle ich die Frage nochmal. In der blauen Stunde heute bei mir ist Dietrich Brüggemann, Regisseur und mitbeteiligt an Alles Dichtmachen. Darüber sprechen wir die ganze Zeit. Sehr lebhaft. Vor der Musik habe ich dich gefragt, Dietrich, hast du irgendwas falsch gemacht? Und mein persönliches Gefühl ist, wenn mir jemand sagt, ich habe gar nichts falsch gemacht, dann ist es relativ sicher, dass er was falsch gemacht hat. Wenn er mir eine differenzierte Antwort gibt, ist es mir am liebsten. Aber alles andere finde ich schon, ja, mindestens verdächtig. Und du bist sehr, sehr, sehr überzeugt davon, dass alles an dieser Aktion gut war? Oder sagst du, na, ein paar Sachen hätte ich doch anders gemacht? Wir haben alles Mögliche durchgespielt, was man hätte anders machen können tatsächlich. Natürlich war die Aktion kontrovers. Also man hätte irgendwie mit den Beteiligten intern anders vorher reden können, einzelne Spots rausnehmen, sich länger überlegen, das Ganze irgendwie einfangen und vielleicht einen besonderen Heldenspot mit auf die Seite tun, dass auch wirklich jeder merkt, wie es eigentlich gemeint ist und so fort und weiter und so fort. Ich finde, das Interessante ist, dass wir selber auch nur Spieler in so einem Drama waren, die irgendwie natürlich von der politischen Situation getrieben waren und dann entstand diese Idee und die war ja auch in so einem kollektiven mehrere Menschen Kopf drin. Und alles, was danach kam, dass Leute dann den heulenden Ausstieg gemacht haben oder auch gerade eben nicht und in die Medien gegangen sind oder nicht, ist alles Teil von so einem Drama, wo man, glaube ich, auch eingestehen muss, dass die eigene Rolle gar nicht so autonom war, wie man es eigentlich immer gerne hätte. Deswegen ist wer jetzt hat dieses Drama inszeniert? Also wer ist denn dann der Strippenzieher gewesen? Nicht das Kollektiv, oder? Weil das Kollektiv ist ja auseinandergebrochen.
die Welt, die Zeit, in der wir leben, das ist ein anonymer Autor und Regisseur. Wir haben ja sowieso alles Gefühl, wir sind hier in so einem wahnsinnigen Riesen-Menschheitsdrama drin, wo niemand die Strippen zieht. Das sind ja, wir alle selber. Ich meine, das ist wieder so total allgemein. Ich meine konkret, wer hat das gemacht? Wer hat das initiiert? Du hast gesagt, ich habe die Texte mitgeschrieben, aber ich bin nur Teil eines Ganzen. Du hast gesagt, da hat sich eine Gruppe getroffen, aber die Gruppe ist ja offensichtlich auseinandergebrochen. Wenn ihr so viel darüber gesprochen habt im Vorhinein, wer hat das zusammengehalten? Wer hat die Idee gespendet, die alle zusammengehalten hat? Die Idee kam, ich kann es immer nur wieder sagen, aus dieser Gruppe von Leuten, zu der ich dann dazu kam. Ohne so eine Gruppe wäre so eine Idee nicht entstanden. Es ist kein Ding, was sich ein Mensch einzeln in den Kopf setzt und dann durchzieht. So geht das nicht. Und die Gruppe kanntest du aber? Du kannst auch diesen Kaczmarczyk oder wie der heißt? Der war da von Anfang mit dabei, ich kannte den nicht näher. Ich habe den bis heute nicht persönlich kennengelernt. Geil, du machst bei einer Aktion mit, wo du die Leute nicht kennst? Du bist so ein kluger Mann, du fragst dann nicht, wer ist das eigentlich? Hätte ich nach München fahren müssen und den persönlich kennenlernen? Ach, also come on, nach München zu fahren ist kein Akt, außerdem kannst du telefonieren. Ja, der war immer im Zoom dabei und schien mir da wie ein normaler Mensch, der vernünftige Sachen sagt. Und selbst wenn der letztes Jahr auf Instagram irgendwelche absolut nicht okayen NS-Vergleiche mal von sich gegeben hat, dann ist das absolut nicht okay. Aber entwertet für mich jetzt nicht die Person als Ganzes, dass er eine Unperson ist und böse und ich nicht mehr mit ihm zu tun haben möchte. Das heißt, du bemängelst, dass wir einen undifferenzierten öffentlichen Diskurs haben, der darauf aufbaut, dass Leute zu oberflächlich sind, machst dir aber selbst nicht die Mühe, bei einem solch wichtigen Projekt zu recherchieren, wer eigentlich an diesem Projekt beteiligt ist? Da haben wir es doch schon. Habe ich was falsch gemacht? Ja klar, das hätte man auf alle Fälle machen müssen. Bei allen Leuten einen absoluten Background-Check und schauen, ist der in der richtigen Partei drin? Hat der mal was Böses auf Facebook geschrieben? Löscht alle eure Timelines, verwischt die Spuren und seid möglichst unangreifbar und nicht zu sprechen. Also das hast du nicht gemacht und hättest du es gemacht, hättest du dann das Projekt mitgemacht? Hättest du gewusst, wer das alles ist, der da so mit dran beteiligt ist, peripher oder auch nicht? Hättest du gesagt, mache ich? Ja, es gibt ja nichts Verborgenes im Hintergrund, der da irgendwie peripher oder sonst wie. Alle, die beteiligt sind, sieht man in den Videos. Das ist das Netzwerk da. Kaczmarczyk sieht man nicht im Video. Ja, dafür stand der im Impressum von der Webseite. War ja auch jetzt nicht versteckt, beteiligt. Oder? Nee, aber der war ja, beteiligt. Genau. Also hättest du es dann gemacht, wenn du, oder wusstest du es vielleicht doch? Hätte ich von ihm so eine, worauf läuft das hier hinaus? Also, muss ja, ich dass jetzt du mir so die Essenz einer Persönlichkeit. Dass du mir so unbedarft vorkommst. Du kommst mir so vor wie ein kleiner Junge, der in den Sandkasten gefallen ist und sich dann wundert, dass er den Sand geschluckt hat. Ich meine, du bist doch da mittendrin. Warum weißt du so wenig? Sorry, ich bin so offen wie du. Ich bin so kritisch wie du. Du findest die Regierungsmaßnahmen falsch. Ich finde nicht alles schlüssig, was du sagst. Darf ich das? Du darfst alles. Ich frage mich gerade, wo es drauf hinausläuft. Da ist eben halt einer in dieser Gruppe, mit dem ich die ganze Zeit irgendwie in Zoom-Gesprächen zu tun habe, wo wir uns alle darüber unterhalten haben, was wir alle so finden und denken und fühlen angesichts der Welt und der Situation, wo ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass dieser Mensch irgendwelche esoterischen, verschwörungstheoretischen, rechtslastigen oder sonstigen Weltanschauungen hat. Hatte ich keinerlei Anlass und so. Da bin ich auch generell dafür, mit Menschen so umzugehen. Also wenn ich jetzt hier mit dir spreche, dann mache ich jetzt ja auch nicht vorher den riesen Background-Check, ob du vorher mal irgendwas gesagt hast, wo ich sage, ey, okay, du hast mit Zelda Somuncu geredet. Alter, hast du dir nicht angeschaut, wer das ist? Also wenn ich auf deiner Homepage erscheinen würde, ja, und ich wüsste, du bist irgendwie mindestens dubios, dann würde ich sagen, ey, halt mich da bitte raus. Und wenn der im Impressum dieser Homepage ist, dann sagst du, kann ich ja nicht alles wissen, so genau muss ich das nicht recherchieren? Das glaube ich dir nicht. Was ist denn eigentlich sein Verbrechen? Der hat so eine Medienfirma in München. Ah, jetzt nimmst du ihn in Schutz. Okay. Ja, ich nehme ihn in Schutz, weil hast du eben selber gesagt, du hast gesagt, er ist auf einschlägigen Seiten aufgetaucht. Nein, ist er nicht. Er hat auf Instagram mal irgendwas gepostet, was in Wortwahl und Thema, glaube ich, nicht ganz okay war. Ich hab's auch nur aus den Medien erfahren und wo ich sagen muss, Entschuldigung, ist das jetzt hier der Grund, einen Menschen zu canceln? Ich glaube, nein. Er ist nicht Attila Hildmann. Vielleicht folgt er sogar, oh Gott, vielleicht folgt er Attila Hildmann auch nicht. Aber ist er jetzt, worauf wollen wir hinaus? Ist der Mann jetzt ein Unmensch oder ist er böse oder was? Nein, wir wollen darauf hinaus, dass in einer Gesprächsatmosphäre, die ohnehin schon angespannt ist,
ein Beitrag, der relativ, na sagen wir mal, aus meiner Sicht undifferenziert ist oder mindestens voraussetzt, dass Leute, die ihn sehen, genau differenzieren können, nichts anderes ist als eine Provokation. Und wenn du das wolltest, guck mal, sag mir ganz offen, weißt du was, Serdar, ich hab Bock da drauf gehabt. Ich wollte das Ding provozieren, ich wollte einen Shitstorm haben, ich wollte, dass diese ganze Blase von Linksintellektuellen auf Twitter sich einscheißt und aufregt. Dann sage ich, weißt du was, Dietrich, finde ich ehrlich. Aber jetzt kommst du mir mit so einer Sozialromantik und die ganze Welt ist so und der ist, kann ich ja nicht wissen, tust ganz unbedarft, kennst Attila Hildmann nicht, hast von Lehmann und Aogo nichts gehört. Wie soll ich jemanden ernst nehmen, der so wenig weiß von dem, was passiert? Ich tue nicht unbedarft. Ich habe von Lehmann und Aogo genau das gehört, was man davon hören muss, glaube ich. Was waren noch die Vorwürfe? Entschuldigung, na klar, die Aktion hatte ein provokantes Element und ich finde es tatsächlich schwierig, wie in Deutschland hier die Schicht, die Medien vorschreibt, sich so vollkommen einig ist, dass dieser Lockdown absolut sein muss und wer das nicht kapiert, der ist doch einfach wirklich schon in gefährlicher Nähe zu Attila Hildmann, während tatsächlich ein weiterer Teil der anderen Bevölkerung das irgendwie nicht so sieht und Fragen hat und nicht gehört wird. Leider Gottes, ja. Und diese Schicht, die Twitter und die Medien vorschreibt, von der ich mich auch gerne fernhalte, weswegen ich auch die Lehmann-Dingsbums-Palmer-Sache nicht in all ihrer Verästelung verfolgt habe, weil ich nicht dachte, ich muss das jetzt alles wissen. Diese Schicht, von der wir hier reden, auch mit der wir hier reden, glaube ich, auf Radio 1 am Sonntagnachmittag, ich finde, ja, leider Gottes hat die da einen Tunnelblick und hat sich eingemauert in einer Doktrin, wo unser Lockdown das einzig Richtige ist und ist doch vollkommen klar und es kann gar keine andere Meinung geben und jeder andere ist ein Querdenker-Nazi. Und das musste irgendwie auch mal einen satirischen Spiegel vorgehalten bekommen. Ja, und wenn der ja provokant war, ja. Du bist ja kein weder Kabarettist noch Satiriker. Wenn du es wärst, Entschuldigung. Ja, sorry, ich bin auch kein Regisseur, jedenfalls nicht beim Tatort. Und ich würde mir auch nicht anmaßen, einen Tatort zu drehen, wenn ich es nicht könnte. Aber ja, lass mal was anderes feststellen gerade. Du denkst. Aber Satire ist ja eine Geisteshaltung, in der man Sachen machen kann, ne? Also. Ja, gut, aber es gibt gute und schlechte Satire. Aber du denkst wirklich, ich wäre in diesem binären Denken verhaftet. Ich denke ganz viele Dinge genauso wie du. Ich finde den Lockdown mega scheiße. Ich finde es mega scheiße, dass nicht über die Situation der Kultur gesprochen wurde, lange Zeit, und sich die Merkel dann hingesetzt hat mit 10 handverlesenen Künstlern und so getan hat, als hätte sie Verständnis für die Situation. Ich finde die Maßnahmen zum Teil absurd. Ja, ich bin sogar noch schlimmer als du. Ich finde ganz vieles nicht mehr nachzuvollziehen. Aber die Frage ist, erreiche ich mit dem, was ich da mache, was ich mir ausgesucht habe als künstlerische Antwort auf das, was mich gerade umtreibt, erreiche ich damit mein Ziel, wenn ich es so mache, wie ihr es gemacht habt? Das ist die Frage. Nur diese Frage stelle ich dir. Und wenn du mir sagst, ja, dann okay. Wenn du mir sagst, ey, ein paar Sachen, weiß ich nicht, hätte ich anders machen können, finde ich es noch besser. Ja, also klar haben wir unser Ziel erreicht. Es wird seitdem tatsächlich offener geredet. Selbstverständlich. Und das Ziel war ja unter anderem auch, den ganz vielen normalen Leuten hier irgendwie draußen im Land, die jetzt irgendwie nicht Attila Hildmann, sondern ihm auch nicht folgen, vielleicht sogar nicht mehr wissen, wer das ist, die aber trotzdem den Lockdown und die Maßnahmen scheiße finden und sich fragen, ginge es nicht vielleicht doch tatsächlich auch fundamental anders, oder bin ich jetzt schon Querdenker, denen auch so eine Zuversicht zu geben, dass man ihnen sagt, ja, nee, du bist nicht allein, und auch darüber muss leider offen geredet werden, und auch über die Zahlen in Schweden und in der Schweiz, weil auch das sagt etwas über das Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben, ganz klar. Und das hat schon auf eine Art auch funktioniert. Wir hören Musik und dann reden wir noch weiter. Dietrich Brüggemann bei mir in der Blauen Stunde. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. And then they were two. Right now we have to stop somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you'd leave it. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. In der Blauen Stunde heute ist Dietrich Brüggemann, Mitinitiator von Alles Dichtmachen und Regisseur. Lass uns mal versuchen, diese Querdenker-Geschichte ein bisschen aufzudröseln. Oh Gott. Ja, ich weiß, es ist für mich auch nicht leicht. Und es ist, was ist die Kritik eigentlich, die die Menschen an Querdenken haben? Und das ist die eine Frage, die ich mir stelle. Und die zweite Frage ist, darf eigentlich Politik nicht auch überfordert sein? Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Warum erwarten wir eigentlich von der Politik, dass sie immer patente Lösungen hat? Warum können wir nicht anerkennen, dass auch diese Leute überfordert waren und erst Schritt für Schritt Lösungen gefunden haben? Aber kommen wir erst mit dieser Querdenker-Geschichte. Gibt es da nicht Verbindungen zu einem Milieu, von dem man sich lieber distanzieren sollte? Total.
Deswegen, also ich gehe auf keine Querdenker-Demos, ich habe mit denen nichts zu tun. Das ist ein dubioser Verein mit so einem IT-Unternehmer in Stuttgart, der sehr viel in die eigene Tasche wirtschaftet. Also ich sehe keinen Grund, sich damit irgendwie gemein zu machen. Das Problem ist halt, dass eine durchaus legitimes Anliegen, nämlich Kritik an den Corona-Maßnahmen, anscheinend von denen irgendwie monopolisiert wird und vielleicht auch instrumentalisiert. Und dass dann jeder, der sich mit diesem sachlich durchaus gerechtfertigten Thema beschäftigt, erstmal in so einem Distanzierungszwang ist. Ich rede gerne über das Thema, aber ich distanziere mich jederzeit auch gerne stundenlang von morgens bis abends von Querdenken, klar. Wie ist das mit Sender und Rezipient? Also wenn du etwas machst, kannst du das frei genug machen, ohne an den Rezipienten zu denken, oder bist du auch immer so ein bisschen in der Verantwortung, über die Wirkung deiner Arbeit nachdenken zu müssen? Natürlich denkt man über Wirkung nach. Da ist man selber so eine Mischung aus Sender und Rezipient. Man ist ja selber auch immer sein eigenes erstes Publikum und gleicht das ab, indem man es Leuten zeigt und so weiter. Also, aber es gibt da, wir kommen dann eine grundlegende Sache, und die ist beim Film und gerade auch beim deutschen Film wirklich auch zentral entscheidend. Man kriegt immer wieder gesagt, ja, nee, die Leute verstehen das nicht. Also das kannst du jetzt nicht machen, das versteht ihr doch. Also wir verstehen es ja, aber das Publikum ja nicht. Und wo ich, seit ich Filme mache, sage ich, Freunde, nee, so nicht. Unser Publikum ist hochintelligent und denen muten wir das zu und die kapieren das und die haben da sogar Spaß dran. Und das ist wirklich auch leider, muss ich sagen, ein Problem des deutschen Films. Immer dieses didaktische, alles einordnen und mit dem Zeigefinger und ja, keine Unklarheit lassen. Nein, Freunde, Kunst ist auch tatsächlich Ambivalenz und das Publikum ist ein Neutrum, ein großes Biest aus vielen Leuten, was intelligenter ist als jeder einzelne Beteiligte. Und das kann und sich, haben dich die intelligenten Leute verstanden oder haben sich die Dummen auf deine Seite gestellt? Ich teile Leute ungern nach Intelligenz und Dummheit ein, weil ich finde, das ist nicht das entscheidende Kriterium bei Menschen. Ja, ich halte erstmal mein Publikum die sind nicht so dumm wie für was man sie beim Film, Fernsehen oft irgendwie hält. Die haben auch eine Herzensklugheit, die verstehen schon, wie sowas gemeint ist. Und mit einer Herzensklugheit, ja, ich glaube, die haben wir tatsächlich schon erreicht. Und die vermeintlich, jetzt nennen wir sie mal die Dummen, was ja sehr despektierlich ist, aber es ist ja auch ein bisschen satirisch. Wusstest du nicht, dass das die Rezipienten sein können, die dich bewusst missverstehen und das, was sie als ihr Anliegen transportieren, vielleicht mit etwas vereinen, was gar nicht dein Anliegen ist, dass sie deine Arbeit missbrauchen? Ja, wenn sie dumm sind, dann werden sie mich ja nicht bewusst missverstehen, sondern unbewusst, ne? Dumme Leute können auch bewusst Dinge tun, aber das ist egal. Dann tun sie bewusst dumme Dinge. Wir sind natürlich tatsächlich in Situationen, die halt irgendwie schwierig sind und eigentlich wahnsinnig unmöglich, weil wir halt staatliche Maßnahmen haben, die ich für fragwürdig halte. Aber wenn man in der politischen Sphäre schaut, wo ist das jetzt verortet? Es ist die AfD. I'm sorry. Und dann muss ich mich dann leider fragen, was ist denn hier irgendwie, aber leiste ich dann den rechten Vorschub, wenn ich dieses Thema besetze? Oder ist es nicht eher umgekehrt? Weil ich meine, ist jetzt Lockdown-Kritik, ich sehe es wirklich als eminent soziale Frage, weil es wahnsinnig viel kaputt macht tatsächlich. Und gerade in ärmeren Schichten, die jetzt nicht so wunderbar Laptop, Homeoffice und so weiter haben, und da sehe ich es eigentlich eher nicht recht. Es hat eigentlich wenig zu tun mit rechten Kernthemen, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Es hat da eigentlich, es ist eigentlich irgendwie eine Überlebensfrage, das da rauszureißen, weil sonst passiert doch das Umgekehrte. Ich würde sagen, ein Drittel der Bevölkerung, die wirklich Lockdown-kritisch sind, wenn ich die damit allein lasse, ja, sollen die dann alle AfD wählen oder was? Damit leiste ich doch den rechten Vorschub. Ich kann dir ein Beispiel geben aus meiner eigenen Erfahrung. Du weißt, ich habe aus Mein Kampf gelesen von Adolf Hitler. Das war damals noch eine andere Zeit, in der Satire noch einen ganz anderen Stellenwert hatte und man viel weitergehen konnte, ohne dass man befürchten musste, dass es Teil einer öffentlichen Debatte wird, in der man vielleicht sogar bewusst missverstanden wird von Leuten, die eigentlich die Gabe dazu haben müssten, einen zu verstehen. Und ich habe ganz oft, ich habe genauso wie du, ich komme aus dem Theater, darüber nachgedacht, ist das die richtige Form, die ich wähle? Ich hatte den Anlass, genauso wie du, es gab die Anschläge in Solingen und Mölln und ich wollte in irgendeiner Weise souverän darauf reagieren und mich nicht selbst zum Opfer machen. Also bin ich in die Täterrolle gesprungen und habe gesagt, wie ist es eigentlich, wenn ich als Türke mich nicht auf die Bühne stelle und sage, ich bin das Opfer und jammere und wir sind alle verfolgt und wir müssen uns wehren, sondern ich spiele den Deutschen mal vor, wie ich mir einen richtigen Deutschen vorstelle, nämlich in der Uniform Adolf Hitlers und mit dem Text, den er irgendwann geschrieben hat. Und ich habe dann hin und her gewälzt und irgendwann gedacht, naja, wenn ich dabei uneindeutig bin, dann riskiere ich wirklich, dass die falschen Leute mir zujubeln. Also muss ich irgendwie eine Klammer haben. Also muss ich irgendwie gucken, dass ich mich, während ich es mache, auch von dem distanziere, was ich mache, obwohl meine Hauptaufgabe eigentlich ist, mich damit zu identifizieren.
Und Dietrich, wir beide kommen aus demselben Metier. Das ist möglich. Also man kann zugleich zeigen, dass man eine kritische Distanz hat zu dem, was man macht, als auch sich damit zu identifizieren. Und deswegen habe ich damals zum Beispiel Angebote abgelehnt, wenn Fernsehredaktionen gesagt haben, stell dich mal in der Hitler-Uniform in die Innenstadt von Chemnitz und lies aus Mein Kampf vor. Da habe ich gesagt, ey Leute, das ist so missverständlich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Gibt's diese Grenze bei dir auch? Ich würde mich nicht in der Hitler-Uniform irgendwo hinstellen und meinen Kampf vorlesen. Ja, das wäre eine Grenze für mich. Sehr geschickt umgangen, die Antwort. Ja. Aber hast du es nicht in gewisser Weise gemacht, indem du dir ein Querdenker-Gewand mindestens pseudomäßig angezogen hast? Nee, wir haben Corona-Maßnahmen hinterfragt und kritisiert, und zwar sowohl in ihrer Sinnhaftigkeit, in was die Virusausbreitungsbremsung anbelangt, weil das nicht so ganz eindeutig ist, und aber auch in ihrer Gestaltung als Maßnahme, die von einer Regierung quasi zwangsweise von oben verfügt werden, weil mein Menschenbild ein anderes ist, dass man tatsächlich mit Aufklärung und Mitarbeit und mehr erreicht. So sind wir mit Krankheiten immer umgegangen. Es gibt auch sogar Berichte von Ebola-Epidemien, wo man die Daten durch Computer gejagt hat, am Ende rausgefunden hat, nee, was tatsächlich die Epidemie besiegt hat, war am Ende, dass die Leute von selber gemerkt haben, was sie machen müssen. Und da bin ich, möchte ich sagen, wir haben jetzt hier nicht Querdenker-Scheiß verbreitet, wir haben nicht gesagt, Bill Gates will uns alle chippen oder es ist ja Klaus Schwabs Great Reset oder irgendwas. Wir haben noch nicht mal irgendwas über das Virus selbst gesagt, wir haben einfach nur das Leben von Menschen unter den Maßnahmen thematisiert und die Kommunikation, die darüber stattfindet. Also es sagt nichts. Ihr habt es banalisiert, ja, würde ich sagen, oder? Wenn Richie Müller mit zwei Tüten atmet und so tut, als wäre er mit den Maßnahmen ja mindestens unzufrieden und sich darüber ein bisschen lustig macht auch. Ist das nicht eine Banalisierung einer hochernsten Sache, bei der sich Leute wirklich angesprochen fühlen können und sagen, ey, das ist zynisch, meine Mutter ist an Corona gestorben und ist verreckt, weil sie nicht mehr atmen konnte und ihr macht daraus eine Witznummer? Das ist zunächst mal eine Thematisierung von etwas, was wir alle seit einem Jahr irgendwie im Moment umgehen müssen, nämlich dass uns die ganze Zeit gesagt wird, wenn du mit jemandem dieselbe Luft atmest, bist du schon irgendwie gefährlich. Und deswegen, man sieht ja die absurdesten Sachen, was Leute machen. Es wird gelüftet und Schulkinder sitzen in Daunenjacken und so weiter. Dieses Paradigma, dass jetzt jeder Mensch für den anderen durchatmen schon ein Gefährder ist, wird in diesem Spot quasi satirisch überspitzt auf eine Art, dass einer sagt, ich bringe mir meine eigene Luft sozusagen selber mit. Genau wie Martin Brambach und Christian Sommer, die in einem anderen Video halt immer zum Atmen ins eine Zimmer gehen und zum Ausatmen ins andere Zimmer. Und also davon handelt zunächst mal dieses Video. Sagt Richie Müller vorher, ich bin Richie Müller Schauspieler? Warum sagt er nicht, ich bin Richie Müller, aber ich spiele jetzt gleich eine Rolle? Ja, das sagt er doch, ich bin Schauspieler. Okay, ich glaube, ich bin zu dumm dazu, das zu verstehen. Wir hören jetzt wieder ein bisschen Musik und nachher haben wir noch einen letzten Take. Ich freue mich drauf. Dietrich Burgsmüller ist bei mir heute in der Blauen Stunde. If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that a dance was on in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is on the lips. In der Blauen Stunde ist Dietrich Brüggemann, Burgsmüller war der Fußballer. Dietrich, lass uns versuchen, irgendwie ein versöhnliches Ende zu finden, obwohl ich gar nicht finde, dass wir so weit auseinander liegen. Und nimm es mir bitte nicht übel, dass ich so nachfrage, weil ich wirklich dieses Projekt an sich sehr spannend finde, aber eben nicht verstehe und es immer noch nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, auch aufgrund der bisschen einfachen Antworten, die du mir gegeben hast. Den ich führe im Moment, der öffentliche. Du bist kein Freund von Twitter, hast du gesagt. Was meinst du, was die Gründe dafür sind, dass dieser Diskurs so verengt ist? Oh, das greift jetzt sehr weit. Also erstmal dazu, Serda, ich weiß gar nicht genau, wie weit wir auseinander sind, weil du hast jetzt auch wenig über dich gesagt. Also du hast mich immer mit so Fragen vor dir hergetrieben, die immer so ein bisschen auch was schon leicht demagogisch hatten. Ja, findest du denn nicht, dass die Intensivstation vor... Nein, man kann die Kurven nicht vergleichen. Wo ich denke, Moment, ich fühle mich schon gerade so ein bisschen wie vor so einem Inquisitionstribunal und in einem etwas besseren Ton wären wir vielleicht auch anders ins Gespräch gekommen. Ich weiß es nicht. Ich also, fand den Ton eigentlich ganz gut. Also das ist ja nicht deine Entscheidung über das Gespräch, sondern unsere gemeinsame. Nee, das ist meine Sendung, du bist mein Gast. Und ja, genau. Und deswegen, ich muss dazwischen fragen, dann frage ich dazwischen. Das ist leider. Ja, so. Und musst du dir leider auch anhören, dass ich sage, ich fände, das Gespräch hätte auf eine Art auch irgendwie noch anders geführt werden können. Und wenn du mich kritisierst, darf ich dich auch kritisieren. So sieht's aus. Also, du merkst ja, dass ich Kritik vertrage, aber Schwurbelei ist mir dann doch ein bisschen zu viel und zu langatmig. Was ist Schwurbelei jetzt nochmal?
Naja, wenn du anfängst mit diesen Weltvergleichen und ich find's ein bisschen, wie gesagt, sozialromantisch. Lass uns doch ganz konkret über die Dinge sprechen. Lass uns doch irgendwie, ich habe dich 5-mal gefragt, wessen Idee das war. Da war dann eine Gruppe von Leuten, die du zum Teil nicht kanntest oder nicht kennen wolltest. So, es war eine Gruppe von Leuten und einer war dabei, den ich nicht näher kannte und im Laufe dieser Arbeit soweit kennengelernt. Ich habe das alles sehr klar beantwortet. Das ist nicht Schwurbelei. Das ist einfach eine Antwort auf deine Frage, die vielleicht ein bisschen komplexer ist als ja, nein, ich war's nicht. Ich weiß nicht, ist auch geil. Aber Hauptsache, du stehst dahinter. Lass uns über den Diskurs sprechen. Lass uns über die Situation sprechen, in der wir im Augenblick sind. Alles kocht schnell hoch. Ich zum Beispiel fand die Reaktion der Leute total übertrieben. Und ich fand es auch sehr ungerecht. Ich fand auch die Herleitung, dass das ein Angriff, ein zynischer Angriff auf die Situation in den Intensivstationen ist, total drüber. Und ich kann verstehen, dass du sagst, ey, ich muss mich hier nicht für Dinge verantworten, die mit dem Projekt, mit dem ich, das ich gemacht habe, eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Gibt es da eine Möglichkeit, das anders zu machen? Oder glaubst du, das war genau der richtige Weg? Für mich glaube, also das waren jetzt zwei Dinge. A, der Diskurs und Twitter. Und B, gibt es eine Möglichkeit, das anders zu machen? Also diesem Diskurs zu umgehen, meine ich damit. Wir müssen alle weg von Twitter, ganz ehrlich. Es ist, die sozialen Medien sind, nein, wirklich, das ist eine Höllenmaschine. 100% Zustimmung, deswegen habe ich gelacht, 100% Zustimmung. Alle Gehirne der Welt auf eine Art zusammengeschaltet, die Suchtmechanismen bedient und die schlechtesten Emotionen uns hervorbringt. Schlimm. Diese Plattformen, die sind so designt, dass wir möglichst lang da hängen und die größtmögliche Erregung kriegen wir über negative Emotionen und genau das wird dadurch befördert. Es ist der Horror. Und absolut, dann sagen wir immer alle, ich kann davon nicht weg, ich kann nicht weg von Twitter, ich bin Journalist, wo ich immer sage, nee, doch, be the change you want to see. Geh da weg, behalte ein anonymes Profil, mit dem du nur mitliest in Sachen, die du interessant findest. Ansonsten, wir müssen da einfach weg. Wir brauchen Exodus von diesen Plattformen. Das ist das Allerwichtigste. Also ich war nie groß. Aber warum bist du da noch bei Twitter? Ich war da, ich habe da nie irgendwas gemacht und jetzt seit alles dicht war, habe ich auf einmal ein paar Follower und denke mir, jetzt poste ich mal was, aber ich bin auch 1089 Tweets, Digga. 1089 ja. Tweets. Hast genau, du noch mein Profil gesehen? Nee, pass auf, meine ersten 5 Jahre auf Twitter war so eingestellt, dass alles, was ich auf Facebook poste, auch irgendwie zu Twitter rübergeht. Das habe ich dann irgendwann ausgeschaltet. Da kommen irgendwie so 1700 von diesen Tweets her. Also aktiv getwittert kannst du durchziehen, habe ich eigentlich nie. Ich finde es auch schlimm. Also das zum Diskurs. Und ansonsten, aktiv getwittert habe ich nie. 18. Mai, Dietrich Brüggemann. Souverän ist, wer sich über den Ausnahmezustand lustig macht. Ja, genau. Seit alles dicht machen habe ich, habe ich auch mal ein paar Follower und twittere ab und zu und schaue mir das jetzt mal an. Aber im Prinzip, ich interagiere da auch nicht. Deswegen, auch wenn du es mir nicht glaubst, ich lese da nicht die Kommentare. Ich schreibe da irgendwas. Du antwortest auf Kommentare. Es gibt Threads, wo du auf Kommentare antwortest. Ja, das ab und zu passiert das mal, aber lüg es ist doch nicht, Ausnahme. Das ist gelogen, Digga. Das du ist nicht gelogen. Permanent Digga. Auf Kommentare. Du führst hier ellenlange Gespräche. Auf Kommentare. Nein, ich führe keine ellenlange. Das habe ich auf Facebook eine Weile gemacht. Soll ich dir vorlesen? Kannst du machen. Vorlesen? Ist eine Ausnahme gewesen. Andere hängen da ganz anders. Also musst mir jetzt meine eigenen Tweets nicht vorlesen. Ich weiß, was ich mache. Ja, aber dann sag halt doch nicht, dass du nicht aktiv bist und nicht antwortest. Du antwortest total viel. Ja, doch, weil das. Nein, nicht total viel, sondern total wenig. Entschuldigung. Also. Bist du jetzt pisst gerade? Ja, weil ich es gerade nicht okay finde. Du willst mir irgendwas vor den Nagel. Du findest nicht okay, dass ich dir sage. Ja, du sagst etwas, was nicht stimmt. Ich sehe es doch vor mir, die Seite ist auf. Die Zuschauer, Zuhörer können sich das angucken. Wie viele Tweets du abgelassen hast, allein in den letzten Tagen und wie oft du geantwortet hast. In den letzten Tagen habe ich öfter mal was getwittert und ab und zu mal geantwortet, aber trotzdem interagiere ich da längst nicht so viel wie viele andere und ich finde es auch trotzdem auch weiter ein Problem und bin wahrscheinlich auch bald wieder weg da. So sieht es aus. Genau, du sagst, Twitter ist scheiße und das sollte man eigentlich abstellen. Ja, also wir sollten im Prinzip alle da weggehen. Leider ist es natürlich der Ort, wo sich alle irgendwie austauschen und wo die ganzen Meinungen und Fakten und so weiter durch die Gegend geheizt werden, ist leider richtig. So, was war die andere Frage nochmal? Irgendwas Politisches zum Thema die Macht, die wir haben gegenüber dem Virus? Der Diskurs, oder nicht? Den wir haben, ob man den anders umgehen kann. Puh, zurück zum guten alten dialektischen, wie war das, Gadamer, der gesagt hat, der andere könnte recht haben. Und was mich wirklich erschreckt hat, war diese Berichterstattung im Tagesspiegel, wo wir hingestellt wurden wie Unholde, Monster und Menschenfeinde. Und auch lauter Sachen behauptet wurden, einfach nicht gestimmt haben. Und wozu mich auch keiner vorher irgendwie gefragt hatte. Also wenn man über jemanden schreibt und so Sachen behauptet, sollte man, das fand ich wirklich zutiefst erschreckend. Das ist auch, das macht einen auch total fertig. Hab ich heute was Falsches behauptet von dir?
Ich würde auf Twitter wahnsinnig viel interagieren und ich lasse mich runterhandeln, ich interagiere auf Twitter wahnsinnig wenig, aber dann ab und zu dann doch mal. Okay, ab und zu lasse ich mich mal hinreißen. Das mag ich jetzt an dir. Aber hast du das Gefühl gehabt, dass ich dir Unrecht tue? Naja, du hast in den Fragen immer schon so einen gewissen Ton, wo ich denke, Digga, es ist jetzt hier, geht in so eine gewisse doktrinäre, ja, nein, du willst mich ja auf so eine Entscheidung zuschubsen, wo du dann am Ende doch sagen kannst, jetzt ist aber Attila Hildmann. Also ich finde, konstruktiver Diskurs geht auch irgendwie noch anders. Ich will einfach, dass du dich locker machst und sagst, Alter, die Aktion hatte ich vor, war eine gute Idee, ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich es dachte. Einfach so was Echtes. Du kommst mir so unecht vor, während du mit mir redest. Ich bin total echt. Aber für dich ist nur echt, wenn ich sage, ist nicht so gut gelaufen, ich entschuldige mich oder was? Vielleicht ist es nein. Nein, Quatsch, ich will keine Entschuldigung, nein, auf keinen Fall, bitte. Ich will nur hinterfragen, zum Beispiel, warum sind die Leute ausgestiegen? Was ist mit Heike Makatsch? Was ist mit den Leuten, die raus sind? Manuel Rubey? Sind doch kluge Leute, warum sind die ist raus? Ist nicht so geil, so einen Shitstorm zu kriegen, ich sag's dir, das macht, also, ja, also es gibt alles. Es gibt Leute, die haben Werbepartner und die Werbepartner haben ihnen gesagt, du ziehst dich da zurück, sonst sind wir einfach getrennte Leute. Das und gibt's. Das wussten die vorher nicht, als sie die Aktion gemacht haben, dass das passieren kann? Ja, das wussten, also einige haben auch gesagt, ist mir egal, und haben festgestellt, dass es ihnen doch nicht egal ist. Was weiß ich, ich habe nicht jeden einzelnen interviewt. Wusstest du das? Einfach, was, Werbepartner? Nee, dass es einen Shitstorm geben kann. Ich habe es geahnt, aber nicht in dem Ausmaß. Natürlich dachte ich, wir werden Gegenwind kriegen, aber es wird auch, hatte ich tatsächlich gehofft, mehr die Art von Wahrnehmung kommen, die auch ganz zu Anfang halt tatsächlich kam, wie ich es erzählt habe. Das Leute gesagt, und hättest du das den Leuten nicht sagen können? So Manuel Rubey zum Beispiel, ey, was, Manuel, da ist eine Aktion, könnte dir schaden, überleg's dir gut? Das ist durch die dezentrale Gruppennatur dieser ganzen Sache, das ging ja nicht alles über meinen Tisch. Jemand hat jemanden gefragt und dann kam der an und sagt, und dann ruft mich auf einmal einer an und sagt, hier, ich will auch mitmachen. Ich so, okay. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben die Seite fertig gebaut und sie am Ende allen gezeigt und gesagt, guck, das ist es. Also werden wir jetzt hier den nächsten Tagen mal online stellen und wenn du Bock hast, sei dabei, sonst kannst du dich auch jederzeit wieder zurückziehen und bist du nicht dabei. Das ist tatsächlich, und da haben wir uns auch schon für entschuldigt bei den Leuten, da war Manuel Rubey einer von zweien, wo das leider schiefgelaufen ist, organisatorischer Fehler, das ist auf alle Fälle falsch gelaufen, hätte nicht passieren dürfen. Letzte Frage, wenn ich dir ein Projekt vorschlagen würde, das genauso organisiert wäre wie alles dicht machen, würdest du da mitmachen? Es käme drauf an, was es ist und wer es ist und was inhaltlich drinsteht und draufsteht und so. Also komm rüber, ich bin für alles offen. Okay, gut. Ich lasse mir was einfallen und ich bin gespannt, ob du mitmachst. Du hast ja meine Nummer. Ich habe deine Nummer und ich lasse mir vielleicht wirklich was einfallen. Du wirst überrascht sein. Ja, du. Was ist der nächste Plan? Geht's jetzt weiter oder war das jetzt eine Aktion und dabei bleibt's? Das kann ich nicht genau sagen. Du, vielleicht drehen wir eine zweite Staffel. Eigentlich hätte ich eher Lust, mich jetzt wieder hinzusetzen, einen Roman zu schreiben. Das hatte ich nämlich eigentlich vor. Im Zuge dieses ganzen Shitstorms ist mir aber auch der Verleger abhanden gekommen. Der hat irgendwie gesagt, nee, jetzt doch nicht. Und vielen Dank auch dafür. Brauche ich halt einen neuen. Aber werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ja, es gibt ja genug. Es gibt ja genug rechte Verlage, die noch jemanden suchen. Dietrich Brüggemann. Nee, also zum rechten Verlag werde ich hier nicht gehen. Ich glaube, das wird, das finde ich auch schon, das finde ich auch als Witz jetzt schon schwierig. Entschuldigung. Das war Satire. Ja, genau, aber so würde ich auch ungern aufhören, weil wir sind jetzt ja eigentlich doch nicht in der Satire-Sendung, sondern in einer Gesprächssendung. Und also ich bin nachweislich Kabarettist. Ja, und bis richtig, und ich bin Filmregisseur und nicht rechter Buchautor, deswegen gehe ich auch nicht zum rechten Verlag. Und so ende ich gern hier. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Also du distanzierst dich davon und das ist auch ganz gut so. Dietrich, also besseres Ende hätten wir nicht finden können. Ich finde, du hast dich gut geschlagen. Vielleicht habe ich dich oft unterbrochen, es tut mir noch nicht mal leid. Wir hatten nicht viel Zeit und ich hatte viele Fragen. Ich wollte mich eigentlich überhaupt nicht schlagen, aber wenn man sich schlagen muss, dann schlägt man sich. Na, ganz zu Anfang haben wir beide festgestellt, dass wir Lust haben auf ein kleines, streitbares und strittiges oder ein streitendes Gespräch. Und das haben wir ja gemacht und das ist doch schön. Du, was immer kommt, mache ich gerne mit. Sehr gut. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann. Würde mich freuen. Dietrich Brüggemann bei mir in der Blauen Stunde. Vielen Dank allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Sonntag. Danke auch. Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.